Ich bin ein Trabant 601 aus dem Baujahr 1971, einen Monat lang als Deli gefahren. Und was ich da so erlebt habe und was so an Reparaturen auf mich, ja, hinzugekommen sind, erzähle ich euch jetzt. Ja, seitdem ich Trabant Deli fahre, sehen meine Wochenenden so aus. Kipferrichtung, Trabant drauf und reparieren. Ja, jedes Wochenende. Jedes Wochenende Reparaturen, jedes Wochenende gibt es irgendwas zu machen. Ja, so wie jetzt wieder. Ja, aber was ich alles in dem Monat repariert habe, gehen wir jetzt mal im Einzelnen durch. Ich zeige es euch mal. Bevor wir jetzt auf die ganzen Reparaturen im Einzelnen mal eingehen und was mir so passiert ist in dem ganzen Monat, eine Vorbemerkung mal noch. Und zwar gibt es Unterschiede zwischen den Trabis. Entweder du hast einen Trabi, der, sagen wir mal, in den 80ern produziert wurde und komplett bis jetzt durchgelaufen ist, also immer wieder repariert wurde oder mal kurzzeitig weggestellt wurde. Ja, das ist Typ 1. Und dann gibt es Typ 2, so wie mein Trabi, der ist aus den 70ern und der wurde, tja, neu in der Mitte der 80er abgemeldet, wahrscheinlich wegen 6-Volt-Zündung, halt alles veraltet und so. Es kamen die neuen Trabis mit der besseren Zündanlage, mit der besseren Ausstattung. Die alten Trabis wollte keiner mehr haben. So, und also wurde meiner Mitte der 80er abgemeldet und abgestellt. So, und dann stand er jetzt bis 2020 rum. Das sind 40 Jahre. Das ist halt Typ 2 Trabi. Entweder du hast einen, der lief immer die ganze Zeit und wurde quasi am Laufen gehalten und hat keine Kinderkrankheiten, weil halt immer jemand damit gefahren ist und sich drum gekümmert hat. Oder du hast halt Typ 2, so wie mein, der halt 40 Jahre in der Scheune stand und halt dahingehend ein paar Kinderkrankheiten hat, die er jetzt halt leider hat. Und das werde ich euch nämlich jetzt mal erzählen, dass, ja, das ist halt jetzt dadurch, dass ich den einen Monat Deli gefahren bin, kriegt man dann erstmal so mit, was so alles passieren kann, was alles kaputt gehen kann, wenn man halt mal was länger fährt. So, und jetzt gehen wir mal drauf ein, was alles passiert ist. Ja, Punkt 1 sind die Bremsen. Ich hatte euch ja erzählt, mein Trabi stand ewig in der Garage, sogar 40 Jahre. Die Bremsen waren also total K.O. und wurden neu gemacht. Und wie ihr seht, also die Bremsen wurden neu gemacht für den TÜV, ne? Der hat ja eine Vollabnahme bekommen. Und wie ihr seht, es wurden original DDR-Teile verwendet für die Bremsen. Problem ist aber wahrscheinlich, dass diese Originalteile auch 30, 40 Jahre in der Scheune lagen und jetzt im Einsatz waren. Und jetzt fängt es nämlich an. Schaut mal hier, das ist nicht okay. Die Dinger funktionieren nicht mehr. Es gibt ja viele, die drauf schwören, auf die Original-DDR-Ware. Aber ich habe jetzt das Problem gehabt, am Anfang gingen alle Bremsen super. Dann ist als erstes die Bremse hinten ausgestiegen. Die hier. Da habe ich schon einen neuen Radbremszylinder verbaut. Und jetzt, nach 700 oder 800 Kilometern, sind auch die Bremsen vorne ausgestiegen. Und zwar dahingehend ausgestiegen, dass sie halt angefangen haben zu schleifen. Und das liegt daran, dass die Radbremszylinder hier festgegangen sind. Ich habe schon einen, wie gesagt, hinten ausgebaut. Der war halt rostig innen drinne. Tja. Man kann die Dinger lange lagern, aber trotzdem fangen die ja halt an, innen drinne zu gammeln. Und jetzt durch die Benutzung kommt halt der Gammel raus und vorbei. Also das ist so ein Punkt. Ja, man kann alte DDR-Sachen verwenden, aber wie man sieht, wenn die 30, 40 Jahre irgendwo gelagert sind, kann man auch Pech haben. Und dann hat man hier den Gammel ja wieder verbaut und Feierabend. Also das ist gerade mein größtes Projekt. Ich muss jetzt alle Bremsen nochmal komplett neu machen, zumindest die Radbremszylinder, weil die nach und nach fest werden hier die Bremsen. Hier übrigens nochmal eine Nahaufnahme für die, die immer das nicht glauben wollen, ne? DDR-Lagerware, 30 oder 40 Jahre gelagert, war jetzt ein Jahr bei mir verbaut, komplett rostig hier drinne und fest. Der andere hier unten, das gleiche. Da sieht man schon richtig die Rostspuren.
hier drin. Das ist, ja, das ist halt das Problem. Na, guck mal genau hin. Das ist halt das Problem. Die sehen äußerlich gut aus. Die zieht jemand aus dem Regal, denkt, cool, DDR. Original DDR-Ware, wunderbar, kannst du verbauen. Aber, tja, sieht halt nach einem Jahr so aus. Deswegen muss ich echt sagen, ich verbaue jetzt nur noch Neuware. Ich verbaue jetzt bei solchen Sachen keine DDR-Dinger mehr. Ne, bei solchen Fangbändern, da brauchen wir uns nichts vormachen, das ist okay. Obwohl, ne, das kann auch sprüht werden, aber ja. Aber hier seht ihr, hier macht man sich die Arbeit zweimal. Andererseits die hier, die kann man sicherlich verwenden. Das ist eine schöne DDR. Bremsbeläge. Ja, was soll hier durch 30 oder 40 Jahre Lager passieren? Das ist okay. Also die kann man durchaus wiederverwenden. Bei den Federn wäre ich schon vorsichtig. Die würde ich schon mal testen, auch wegen Rost. Na, hier sieht man auch schon, schön rostig. Aber hier, das ist, ja, wie gesagt, ein Jahr gehalten und komplett in Rost aufgelöst. Sieht man übrigens auch hier an den Gummis. Das ist der Gummi von hier unten, von dem unteren Zylinder. Seht ihr mal, wie rostig das ist. Ja. Einen weiteren Defekt gibt es auch noch. Und zwar, ich muss erst mal gucken, wie ich das hier am besten einfange. Die Manschette. Alte DDR-Manschette. Antriebswelle. Und wie ihr seht, hat sich verabschiedet. Ich hatte neu abgeschmiert. Alles Mögliche hier, seht ihr ja. Ja, aber da sind wir auch wieder bei dem Problem. Stand 40 Jahre. Alte DDR-Manschette. Tja, Mist. Also wie ihr seht, so als Daily ist teilweise echt schwierig. Ne? Weil das sind hier so Arbeiten wie mit der Bremse oder mit der Manschette von der Antriebswelle. Das geht nicht mal eben so schnell. Tja, wie ich vorhin schon sagte, jedes Wochenende schrauben. Einen anderen kuriosen Mangel, den ich hatte, war, dass hier die Halterung von meinem Luftfilter, hier, der hat hier zwei Halterungen, links und rechts, die ist gebrochen. Während der Fahrt fängt sie an, hier vorne zu scheppern. Wahrscheinlich durch die Vibration ist mir eine Halterung gebrochen. Das würde ich jetzt sagen, ist aber ja normaler Verschleiß. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht zurückzuführen auf die lange Standzeit. Die habe ich jetzt einfach neu geschweißt. Jetzt hält es erstmal wieder. Übrigens, ich hatte davor noch einen anderen Mangel. Das Ding ist nämlich neu, also ein regeneriertes Teil. Den ich davor drin hatte, der fing an, innen drinne zu rosten durch die lange Standzeit. Und wenn dann Rost in den Vergaser kommt, ist das schlecht. Ja, also das mal so als kurioser Mangel nebenbei. Also das ist jetzt kein richtiger Defekt, aber hier haben wir eine Felge liegen. Ne? So eine alte Kranzfelge. Und ich musste jetzt in dem einen Monat, den ich gefahren bin, alle ein bis zwei Wochen Luft aufpumpen. Tja, kein Wunder, weil die alten Felgen hier fangen halt an, ein bisschen zu gammeln, rostig und halten deswegen keine Luft mehr so gut. Hier sind halt, ne, minimale Rostpartikel, die halt hier sind. Dadurch schließt das nicht mehr so gut ab. Ja, und dadurch haben wir jetzt das Problem, dass ich andauernd Luft aufpumpen muss. Das heißt, ich werde mir jetzt neue Felgen noch besorgen. Die Reifen sind ja schon neu. Ne? Neue Reifen sind draufgekommen damals. Ist ja klar, nach der langen Standzeit kannst du nicht mit sowas hier rumfahren. Die waren vorher drauf gewesen. Aber hier sieht man es halt ganz gut. Ne? Felgen rostig, bisschen Rost runtergeschliffen, bisschen lackiert. Reicht aber leider nicht. Ja, also das war quasi jetzt auch ein Fazit nach den einen Monat fahren. Wer einen Trabant als Daily fahren will, muss sich darum kümmern, dass er halt nicht mit solchen Felgen rumfährt hier, sondern dass er sich gute, überholte, ordentliche kauft. Sonst bist du der beste Kunde an der Tankstelle, weil du andauernd Luft aufpumpen musst. Und das ist echt nervig. Apropos Tankstelle, was auch nervig ist, ist tanken. Ne? Wir haben ja hier bloß 24 bzw. 26 Liter Tank.
du bist andauernd am Tanken. Und die Tankstellen haben ja kein Gemisch mehr. Das heißt, immer auf, tanken, Öl rein. Dann hier hat man das Problem, suppt halt alles rum, ne? Also ich muss sagen, das ist ein bisschen nervig. Ne, bei den modernen Autos fährst du einfach ran, hältst die Zapfpistole rein, tankst voll, fertig. Hier tanken, Öl mischen, gucken, dass alles passt, Öl verrühren. Und dann ist es auch noch so unbequem, dass der Tank halt hier vorne im Motorraum drin ist. Also das ist jetzt, sagen wir mal, kein Defekt, der mir aufgefallen ist in dem einen Monat Daily fahren. Aber es ist halt echt was Nerviges, dass erstens nicht viel reinpasst in den Tank. Zweitens, mein Motor relativ viel noch verbraucht, ich dadurch oft tanken muss und das Tanken echt kompliziert ist. Das ist halt wirklich, da bist du mal eine Viertelstunde beschäftigt mit Mischen, Rühren, Tanken, Bezahlen, allen drum und dran. Das ist ja ein bisschen nervig. Was anderes, nicht unbedingt nerviges, aber was halt nicht so schön ist. Wie ihr seht, ich habe halt noch den alten Trabi ohne Krümmerheizung, noch mit der alten Heizverrohrung hier. Es ist kalt. Also wer es vorhat, ein Trabi als Daily zu fahren, ihr braucht eine Decke. Denn guckt mal hier rein. Also auf den ersten Blick sieht man überhaupt keine Luftaustrittsdüsen. Auf den zweiten Blick hat man welche. Aber das ist einfach nur mal hier oben für die Scheibe. Und dann hat man noch so ein bisschen unten warme Luft. Ja, also wer ein Trabi als Daily fährt und den nicht nur als Daily im Sommer fährt, braucht eine Decke. Weil es wird echt kalt in der Bude hier. Du hast eine richtig schlechte Heizung. Na, die Heizung funktioniert ja nur durch das Kühlergebläse vom Motor. Das zieht es hier durch, pustet die warme Luft hier unten lang, dann wieder hier durch die Banane quasi und dann rein in den Innenraum. Also das muss ich auch sagen, wer ein Trabi als Daily fährt, hat Heizungsprobleme. Also die Heizung ist nicht der Hit. Na? Deswegen zu DDR-Zeiten sind dann viele auf Wartburg umgestiegen. Beim Wartburg hast du dann hier halt richtig schön eine ordentliche Heizleistung, weil der halt wassergekühlt ist und nicht wie der Trabi luftgekühlt. Einen weiteren Defekt, den ich hatte in dem Monat jetzt, ich konnte meine Tür mal nicht öffnen. Und die Scheibe ging auch nicht hoch und runter. Das lag daran, weil hier innen drinne, hinter der Türverkleidung, hatte sich das Gestänge, was hier lang geht, also hier geht ja ein Gestänge lang und das von der Scheibe geht auch lang, weil ihr, wie ihr da drüben seht, ihr habt ja dort so einen Griff, den man zieht zum Entriegeln, den hier. Und da geht halt ein Gestänge hinter. Das hatte sich mit dem Gestänge von der Scheibe verklemmt und dadurch ging hier nichts mehr. Ich konnte die Scheibe nicht mehr hoch und runter machen und ich kam auch nicht mehr rein und raus. Ich musste erstmal die Türpappe abbauen. Und ja, alles wieder richten, das muss ich aber sagen, ging ganz gut. Ohne Ersatzteile, einfach nur mit richten. Ja, also das ist der Vorteil vom Trabi, so einfache Defekte kannst du auch mal schnell reparieren. Ansonsten muss ich sagen, hatte ich bis auf eine Tachowelle, die Geräusche macht. Übrigens nicht wundern, ich sitze im P50 hier. In Trabi komme ich gerade nicht rein, weil der auf der Kipferrichtung sitzt. Auf jeden Fall hatte ich bis auf eine Tachowelle, die extrem Geräusche macht, die ich noch ein bisschen... ja, ein bisschen geölt habe, keine weiteren Probleme. Also ich bin zumindest in dem Monat, in dem ich den jetzt Daily gefahren bin, ich muss noch mal gucken, wie viele Kilometer es überhaupt waren. Ich denke mal so drei Tankfüllungen waren es schon, vielleicht so knapp 1000 Kilometer. Ich habe leider nicht auf den Tacho geguckt. Auf jeden Fall, ich einen Monat jeden Tag gefahren. Muss ich sagen, es hielt sich jetzt im Grenzen mit den Defekten. Ich bin nicht liegen geblieben, aber ich muss als Fazit sagen, wer das wirklich durchzieht, ein Trabi als Daily, vielleicht das ganze Jahr, die Heizung ist ein Problem. Und ja, man muss sich halt darauf einstellen, dass man jedes Wochenende mindestens 1-2 Stunden sich um Trabi kümmern muss. Man muss immer irgendwas schrauben. Du hast immer irgendwas... Und wenn es auch nur irgendwelche Kleinigkeiten sind, was ich denn hier, dass hier irgendwas ist oder hier irgendwas ist oder der Schalter locker oder was ich denn, das hier geht mal nicht. Irgendwelche Kleinigkeiten sind halt immer, ne, die mal zu machen sind. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist ein zuverlässiges Auto, hätte ich nicht gedacht, wenn man dann einmal so ein bisschen durchrepariert hat.
Aber es ist halt ein Oldtimer und du hast halt immer was dran zu schrauben an dem Trabi. Und wie gesagt, bei meinem Trabi war jetzt der Nachteil, dass er halt so ewig stand. Wenn ihr einen Trabi habt, der schon immer durchrepariert ist und durchgeschraubt und keine Kinderkrankheiten mehr hat, dann denke ich, kann man damit sogar, hat man vielleicht sogar einen ganz guten Daily. Bis halt auf den Winter, wenn es halt kalt wird. Ne? Und mit einem Blick in den Kofferraum würde ich dann auch zum Ende kommen von dem Video hier. Nach einem Monat Trabant fahren als Daily. Was man empfehlen kann, immer ein Kanister, weil, wie ich es ja schon angesprochen habe, der Tank ist halt echt klein. Öl musst du immer mitbringen und mit haben. Und dann habe ich halt noch eine Decke, ne, wenn es kalt wird, Abschleppseil, ein Wagenheber. Ne? Wie man sieht, man braucht immer ein bisschen Werkzeug und Ersatzteile. Apropos Ersatzteile, da habe ich halt wirklich gar nicht so viel mit. Ich habe ein paar Zündkerzen mit, einen Keilriemen und halt so Universalzeug, dass ich halt erstmal nach Hause komme irgendwie. Ersatzteile ansonsten habe ich gar nicht mit. Wenn irgendwas ausfällt, muss ich es halt unterwegs so reparieren, dass ich nach Hause komme. Aber ich fange nicht an, unterwegs jetzt komplett alles durchzureparieren. Ne? Ja. Also wie ihr seht, das ist halt auch der Kofferraum ist groß, aber das ist trotzdem ein kleines Problem. Man muss sehr viel an Werkzeug und andere Gelumpen mitschleppen, wenn man halt das Ding als Daily fährt. Ja, und damit bin ich dann quasi auch am Ende mit meinem kleinen Fazit. Wie ist es, wenn man einen Trabant als Daily fährt? Ich muss jetzt wieder schrauben, denn ich will auch noch nächsten Monat Daily fahren. Ja, und jetzt steht an, einmal komplett Bremsen neu, weil alles fängt langsam an zu schleifen. Den Radbremszylindern geschuldet. Hier vorne übrigens noch nicht, aber ich habe jetzt gesagt, ich mache jetzt alle neu, weil die nach und nach anfingen, sich zu verabschieden, die DDR-Radzylinder. Andere Sachen, guckt mal hier, das kann man zum Beispiel empfehlen. Das ist auch DDR-Lagerware, das kann man verwenden. Aber ich muss halt echt sagen, jetzt aus eigener Erfahrung, manche Sachen, wie zum Beispiel die Radbremszylinder, würde ich nicht mehr als DDR-Lagerware verbauen. Andere Sachen ja, manche Sachen halt nicht. Gut, ja, dann vielen Dank für euer Interesse. Ich fahre jetzt noch einen Monat Trabant weiter, Daily. Und dann werde ich nochmal berichten. Insgesamt ist ja auch schon wirklich viel neu gekommen hier. Ne? Neuer Motor, neue Zündung, neue Anlasser, neue Lichtmaschine. Also ich denke mal, wenn ich jetzt auch noch die Bremsen neu habe, hoffe ich, dass ich dann erstmal so weit durchrepariert habe, dass wir vielleicht mal einen Monat ohne Pannen fahren können. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Erfahrungen sind. Habt ihr schon mal einen Trabi als Daily gefahren? Und wenn ja, was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Und schreibt aber bitte noch mit dazu, ob ihr so eine Standleiche habt wie ich aus den 70ern oder ob ihr so einen moderneren aus den 80ern schon habt, der einfach durchgehend gefahren ist. Das macht, finde ich, einen extremen Unterschied. Gut, dann vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.